Läuft Fackel hier auf jeden Fall gar nicht auf. Und die Restarts kommen auch. Somit viel Spaß bei Faculty gegen Virtus. Und unsere Landsmänner dürfen ja als Terror ran. So, für alle, die sich auch neue Maps wünschen, da schaut einfach mal auf Readmo vorbei, denn Cash hat es tatsächlich jetzt schon mal in den Amateurpool, Amateur-Map-Pool geschafft in der ESL. Ich hoffe, die großen Veranstalter ziehen da auch nach, dass wir die Map so bald wie möglich auch auf großen Turnieren sehen werden. Ich glaube, hier sehr sehen wir sie sogar schon. Ich meine, Dust ist drin, Mill B2 ist drin. Aber egal, erstmal zurück zum Thema hier. Faculty baut über Cutters auf. Einer nur hinten. Rechts gesmoked. Ich bin jetzt hinten den Go. Boah, Simon gibt... LOL! Was war das für ein Interp? Das sah überhaupt nicht so aus, als ob Simon den Fack gemacht hätte. Sind jetzt am A raus. Das sieht gar nicht so übel aus. Kriegen auch die anderen Fracks, sogar ein Team-Frack von Angel. Wird der natürlich enorm geholfen. So, kann das jetzt am besten gar nicht anlegen auf die Distanz mit Deagle. Boah, Simon entscheidet sich da tot zu helfen. Vielleicht die falsche Entscheidung. Boah, Osmo wird geschwenkt. Nur noch Kirby gegen Angel mit 7 HP. Mit 4 HP sogar nur. Und er kriegt den Headshot. Kirby, du musst ihm doch nur einen Hit geben. Oh Mann. Was war das bitte schlecht geaimt von ihm? Und Angel schafft den Diffuse sogar ohne Kit. Kann sich auch eine HE einsacken. Irgendwo habe ich gerade eine gesehen. Hier liegt eine. Die holt er nicht. Oh Mann, ey, die Runde war sowas von gewonnen. Kirby muss ihm nur einen scheiß Körperhit geben. Muss wirklich gar reichen, ihn in Fuß zu schießen oder sowas. Oh Mann, das wäre so ein guter Start geworden wieder. Schade, Mann. Macht man sich jetzt Leben quasi schwerer. Stimmt, die Nate hat er ja auch noch gehabt. Und das hier legt direkt Mitte an. Angel hinterher. Mal schauen, vielleicht baut heute Faculty mehr über oben auf. Wird es aber gut Schaden bekommen von den Glocks. Bombe wurde gelegt. Faculty wird jetzt somit auch kaufen. Von daher ist es nicht ganz so schlimm. Also man hat immerhin die Bombe planten können in der ersten. Und ich habe wieder keine Map Overview. Kein Malmodus. Zwei über Cutters, da gibt es wieder den Faculty Boost. Ein CD richtig offensiv. Ist wieder weg. Boah, Asmo wieder First Fake. Geht also genauso weiter, wie sie gegen Curse aufgehört haben. Da war Asmo auch richtig stark. Jetzt wieder den ersten Sätzen an der Schräge. Dieses schleicht da hoch. Asmo deckt da noch seinen Arsch. Boah, er hat sich dort reingesneakt. Boah, das wird aber abgedeckt. Sollte jetzt vielleicht mit einer Flash rum, da kommt sie. Boah, jetzt vielleicht nicht weiter vorgehen. Man sieht dort den Schatten, wenn man genau da in der Sonne läuft. Boah, Kirby gewinnt jetzt endlich auch ein wichtiges Duell in den Cutters. Wenn er den nicht gemacht hätte, wäre Faculty in der Unterzahl. Die sie recht. Das könnte man ahnen, wenn man schon ein paar Matches jetzt gesehen hat, könnte man damit rechnen, wie sie ungefähr stehen. So, die sie flasht. Spot wurde gesehen. Sehr schön. Gut gespielt, gut abgeflasht. Hinten am Spot. CTBS wurde gespottet. Bombe kann gelegt werden. Adrian wird ihn dann nicht töten können. Oh, Asmo, die sie darf da jetzt. Mantis darf da jetzt nicht sterben. Und Asmo auch das Duell. Er sieht die Waffe sehr schön und richtig defensiv spielen. Wird auch nochmal geflasht von Asmo. Mantis braucht sich da überhaupt nicht zeigen, was er auch nicht tut. Hört natürlich jetzt auch die Steps. Asmo braucht da einfach nur Freefack spielen. Oh, Mantis da leicht Probleme, aber am Ende doch erfolgreich. Schöne Runde gespielt von Faculty, starke Runde von Dizzy. Gut, dass er dort auch nicht hinten einfach rumgegangen ist, sondern mit der die Flash angefordert hat. Dann das Zusammenspiel mit Mantis hinten auch hervorragend.
haben gut drauf spekuliert, wo der CD ungefähr steht. Und Runde somit gewonnen. Natürlich auch wichtiger First Pick von Asmo. Virtus konnte. Nee. Doch, haben gekauft. Doch, sie haben echt gekauft, was geht. Tackle die wieder mit normalem Aufbau. Vier Mann hinten, einer Cutters. Sieht man schon mit den ersten Hits. Schön, Mantis hat er die Awe bekommen. Macht zwei. Boah, schön Headshot von Fox. Wird aber auch direkt gerefackt von SMN und nur noch Dossier gegen drei. Boah, starker Headshot. Der Junge ist halt wieder richtig heiß. Oh, sie hätten gerade nicht mal Cutters aufgepasst. Und Asmo macht den. Hat jetzt auch die Awe. Bin gespannt, ob er sie an Mantis abgibt. Der ja hier die Awe auch ganz gern mal spielt. Scheint auch zu tun, ja. Also wichtig, hier direkt das 2-2 zu machen. Eco somit bei den Russen. Der Boost. Ach, erstmal wieder First Track. Gut, dann habe ich eine Eco trotzdem. Boah, die ging aber nicht gut rein gerade. Boah, schön vorgeaimt. Und erstmal mit seinem vierten könnte so fast das Ace machen. Nee, Kirby hat das aufgepasst. Wird es natürlich jetzt auch den Boost gesehen. Aber viel dagegen machen kann sie, glaube ich, eh nicht. Wobei, ein bisschen Katastrophe würde mir schon gefallen. Wobei, zu offensiv braucht man vielleicht gar nicht spielen. Hat man ja bei Nexus gesehen. Gegen Curse ging das zwar nicht auf, aber gegen Fnatic eigentlich ganz gut, dieses Defensivgespiele. Dass man teilweise wirklich in der CT-Base steht. Natürlich ungewohnt, aber gut, ist halt auf der Map so. So, Katas passiert nichts Neues. Wird es baut doch Standard auf. Oben einer Katas reingepusht. Hat aber keinen bekommen. Kirby hat ihn da fraggen können. Oh, Simon kommt an die bessere Waffe ran. 4 gegen 4, aber wenig HP wird es, weil man nur noch hat. Muss ich richtig gut Damage bekommen. Die Runde muss Fackel die eigentlich machen. Und hinten am A raus. Fox halt immer gut aus. Mit seinem Low HP. Jetzt auch bei Faculty 2 gut angeschossen. So, schöne Flashes, damit er die Bombe auf Spot kommen kann. Schön gespielt bisher. Mantis verschießt das leider. Ah, doch noch gehittet. Und der letzte CD geht schon nach Hause, da wohin gehört, nämlich zur CD Base. Also Faculty weiterhin so stark, wie sie hier aufgehört haben, eben bei im Spiel gegen Curse. Kommt langsam durcheinander mit den ganzen Spielen, die ich übertragen habe. Sind auch nicht gerade wenige, die stattfinden. Jeden Spieltag 6 Stück. Dann insgesamt 12 auf 12 Matches auf ein und derselben Map. Da kommt schon ordentlich was zusammen. Aber geht ja auch um gut Asche. Virtus muss nochmal sparen. Und dafür, dass sie hier wirklich die Pistole so dumm abgegeben haben, sieht es doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Wenn sie die Anti-Eco hier gut runterspielen, haben sie schon 5 Runden. Das ist schon mal eine sehr gute Ausgangssituation. Wird Very Games zum Beispiel gestern auch sehr viele T-Runden geholt und sie hätten nicht mal so viele gebraucht. Also normalerweise läuft das Spiel gerade ziemlich gut für Faculty. Sollten sie dann als CT genauso gut stehen wie gegen Curse, sehe ich ja eigentlich kaum Probleme, das Match nach Hause zu schaukeln. Aber auf einmal haben sie Probleme in der Echo. Werden auch gut von den Deagles überfahren. So, Mantis und Kirby. 2. Boah, da hagelt's. Headshot. Hits gehen aber noch. Ist da nicht... Ah, da ist einer. Ich würde schon sagen, da kommt doch einer von hinten. Oh, Kirby. Kirby! Oh,
Oh, was ein Move von Angel. Schöne, krasses Movement da. Oh, und das hier, Mann, das wird da aus dem Leben geschellt. Krass. Da wollte ich sie noch loben, dass sie gleich 5-2 steht. Und dann schnappt sich VP da die Deagle-Runde. Trotzdem fackelt die mit Geld. Nochmal eine Ave. Aufbau bleibt gleich. Kirby wird wieder geboostet, der Rest hinten. Also alles wie gehabt. Asmut, glaube ich, wieder unten in der Schräge. Oder aber abgeflecht. Boah, schön. Also wird das Spiel das aber auch nicht so richtig gut. Weiß nicht, zeigen sich da viel zu lang. Zumal es natürlich auch eine ekelhafte Position ist, wo man gerne mal HEs abbekommt. Lemon Fox mit dem Refrag, 4 gegen 4. Und das legt sich dagegen Schlitz an. Boah, Kirby gewinnt wieder das Duell. Sehr schön, 3 gegen 3 Situation. Ach, schön, guter Frag. 2 gegen 2, oh, richtig starke Hits, aber Asmo kann es machen. Weil er hat die Bombe nicht und verschießt gegen Fox, der wirklich eine starke Runde gespielt hat. 4-4 Ausgleich. Und geldmäßig reicht es nicht ganz. Wir könnten es versuchen. 3 Mann hätten Full Equip. 2 eher nicht so. Haben sie sparen. 2 vielleicht ist bei Mantis. Sieht vielleicht nach einem schnellen Argo aus. Vielleicht langsam. Ist eigentlich auch okay. Solange die Flashes kommen. Weil Mantis wird sie ja nicht umsonst gekauft haben. Ist jetzt da hinten? Verstehe ich nicht ganz. Aber okay. Hat ja wunderbar geklappt, die Runde. Not. Also wenn er einfach einmal hier raus flasht, so mit raus und einmal straight hinter, können sie da vielleicht besser durchkommen. Na gut, keine Ahnung, was jetzt der Plan dahinter war. Auf jeden Fall Virtus die Führung wieder. 5-4. Geld wieder am Stissel bei Faculty. Mantis spielt auch weiter in AWP. Fox müsste auch noch eine haben. Am Aufbau wird sich wahrscheinlich auch wieder nichts ändern. Ne, wieder der Boost, oder? Doch, boosten wieder. Also ändern da wirklich gar nichts. Virtus wieder sau aggressiv. Die Flash ist hin. Adrian natürlich jetzt ekelhafte Posi. Smoked sich nochmal nach. Warte, Adrian. Ach, schön, wird direkt refragt. Kann aber einen machen. Ist hier absurd, dann Katas was zu hitten. Angel hält auch die Schräge safe. Also jetzt Faculty ein bisschen. Lassen sich ein bisschen beeindrucken von dem offensiven Push. Mein Virtus hat er auch verstanden, wie Faculty natürlich aufbaut. Der Push war auch hervorragend. Gute Flashes, gute Smokes. So, Sniper-Bett-Spieler spielt jetzt auch besser. Geht direkt weg. Gute Hits von Dossier da am Schlitz. Er legt direkt nochmal an. Oh, schön, aber jetzt müssen sie in der Mitte aufpassen. Fox verschießt. Gute Variante jetzt eigentlich auf Fox zu gehen, der nur die Arme hat. Selbst wenn da 2 Low-HP sind. Kuras aber schon... Kuras nicht da. Angel ist da. Der kann echt beide machen. Und nochmal ein Team-Headshot. Aber schade, dass der hier nicht die Runde kostet. Diese hat auch keine Chance gegen 3. Fox wieder mal hervorragend. Genauso wie Angel in der Runde. Ja, also 5-6 Runden sollten es ja eigentlich noch werden. Sollten mal wieder was anderes spielen. Full Echo. Gleich 7-4. Das ist halt echt bitter. Also wenn man vorhin die Runde nicht abgegeben hätte, die Anti-Echo, hätte man jetzt locker 5 Runden, vielleicht sogar 6-7. Je nachdem, wie Virtus dann hätte sparen müssen. So, Aufbau sollten sie jetzt vielleicht auch mal variieren. Vielleicht auch, ich
bin ja generell ein Freund von Fakes. Einfach mal zu zweit nur zum Beispiel unten aufbauen. Dort das halt faken, dass man das aufbaut und derweil halt zu dritt cut das Contact. Wobei das schwierig ist, wenn das ja die ganze Zeit Prefire reinmacht. Kriegt man natürlich unnötige Hits, ohne überhaupt mal irgendwie den Gegner zu sehen und irgendwie was anzurichten. Ist mal jetzt derjenige, der die Arme in die Hand nimmt. Mantis fängt da schon die erste AE. Wieder der Push von Adrian. Geht diesmal nicht auf. Gut aufgepasst von Mantis. Ja, eh oben Sniper Pad saß jetzt nicht. Hat nur 4 HP abgezogen. Boah, doch, die nächste AE hat gesessen. Sehr schön. Guter AE dann in den weiteren Lauf. Hast mal wieder einen erfolgreich oben geholt. Das muss jetzt also die Runde sein. Diese passt gut in der Smoke auf. Hat, glaube ich, auch die Steps gehört. Schön. 5 gegen 2, das muss man holen. Nächste Posi bekannt. Hat noch jemand eine Smoke? Simon hat noch eine. Da wird auch angesagt. Schön, auf die hat man auch gewartet. Sieht man sehr schön, wie sie wirklich das abgewartet haben, bis da die Smoke kommt. Oh, wenn er das reinhält, schön gemoved von Angel. Macht aber keinen Frag und auch nicht viel Schaden. Bei DC ist er beieinander. A-Spot, B-Spot ist eigentlich eingenommen. Bombe wird gelegt. Die Runde kann VP nie im Leben holen. Und das wissen sie auch selbst. Ah, hier E kommt zu früh. Da ist noch keiner. Angel liegt da auch noch ein bisschen an. Ist auch der mit dem meisten HP. Könnte dann noch duell eingehen. Jede Waffe, die man noch mitnimmt, könnte wichtig werden. Aber schafft es leider nicht. Trotzdem eine sehr knappe Runde, wenn man sich allein mal die HP-Zahlen anguckt. 8, 13, 20... Genau deswegen kämpft Angel dort wahrscheinlich auch noch. Die ESEA-Settings verraten ja leider den Damage, den wir gemacht haben. Somit kriegt er natürlich auch die Infos von seinen Mates, wer da alles low ist. So, aber 5 Runden ist wie gesagt schon eine gute Ausgangssituation. Jede weitere Runde ist hier quasi Bonus. Trotzdem würde ich mir wünschen, mal was anderes zu sehen. Nicht immer den gleichen Aufbau. Immerhin boostet man Kirby jetzt nicht. Boah, schön. Also, weiß nicht, VP ist mir irgendwie so riskant irgendwie. Immer so ein leichtes Datteln irgendwie. Gut, jetzt macht Fox wieder den Refrag. Ich finde, diese gehen manchmal unnötige Duelle ein. Fox und Dossier da beide sterben würden. Wenn sie. Es bräuchten halt noch einen weiteren Hit, dann wären sie da tot. Da sähe die Runde ganz, ganz anders aus. Oh, schöne Flashes gegen DC und Asmo letzter. Oh, schöner Schuss von ihm. Hat er hinter ihm gehört? Hinter ihm? Ne. Hat er nicht, aber war eh egal. Adrian stand schon vor ihm. Natürlich dann eine Close Distance, keine Chance. 8 zu 5, 2 stehen noch aus. Shackleton wird da leider nur noch in der 15. Runde kaufen können, so wie es hier ausschaut. Simon, der mit am meisten Geld. Ne, Dizzy auch. Dizzy könnte vielleicht auch irgendwas kaufen oder ein paar Pip zu 50 legen oder sowas. Vielleicht kann Fickle die das schaffen, was Virtus vorhin geschafft hat. Oder halt auch nicht. Ich weiß nicht, also... Warum man... Man müsste einfach nur mal Druck auf die Mitte machen. Damit da hinten am Antipad und so vielleicht nur 2 Spieler stehen. Und dann einfach über unten irgendwie go. Oder mal... Gut, die HEs ist natürlich schwierig. HEs hier oben rechts hinzuwerfen, weil man da einfach irgendwie hier sein müsste oder so. Also eigentlich ist es eine ganz safe Posi. Ach, trotzdem, ein Fake wäre mal schön. Und nicht immer nur den gleichen Aufbau. Denn wie man sieht, auch wenn Virtus nicht unbedingt so krass gegenhält, aber sie schaffen es halt doch irgendwie. Da sieht man es. 4 Mann konzentriert sich auf hinten. Asmo wieder mit gutem Gas, wird auch mit einem Frag belohnt. Trotzdem hat man nicht den Eindruck, als ob Faculty hier die Runde holen kann, weil die Mates einfach viel zu weit hinten sind.
Fürstweg ist zwar wichtig, aber jetzt zum Beispiel wieder langsam. Zum Glück hat... Ja, wer war denn das? Disruptor Frag setzen können. Ich glaube, Cutters oder auch hinten. Aber wenn der nicht gefallen wäre, wäre es eine 4 gegen 4 Situation, wo man quasi nichts gekonnt hätte. Jetzt entscheidet man sich wenigstens mal schnell hinten rauszugehen. Und da ist sogar Spot freigelassen worden. Also wird nur am Tode gedeckt. Fox oder Dossier verschießt da auch. Dossier ist das. Oh, verschießt da gut 3 Schüsse. Aber Fox zur Stelle. Und der macht seine Shots. Und Dossier dann auch. Schade, dass man da keine Smokes mehr hatte. 10 zu 5. Bisschen wenig eigentlich. Dafür, dass man gut die ersten Runden als Tier geholt hat. Am Ende kann man aber vielleicht doch zufrieden sein. Ohne gewonnene Pistol 5 T-Runden ist ganz okay. Wenn man jetzt nicht einbricht als CT, kann man das Spiel auf jeden Fall gewinnen. So, Readies werden gemacht. Keine AFK, noch Mantis. So, Reset kommt. Kirby mit Decoy. Hat aber auch P250. Keiner mit Weste. Alle haben, glaube ich, P250 gekauft, oder? Ich kann das Symbol irgendwie immer noch nicht unterscheiden. Das ist so undeutlich. Mal abwarten. Ich glaube, letztens haben sie beide Pistols gewonnen. Mal schauen, wie es jetzt läuft. Kirby aggressiv. Kriegt auch den ersten durch die Smoke, glaube ich sogar. Oh, schräge blockt man gut. P250 zahlt sich auf jeden Fall gerade sehr schön aus. Oh, wo ist die Szene? Da hinten am... Och, am Anti-Plateau. Och, schön von Dizzy. Krasse Runde von ihm da hinten. War gerade selbst verwirrt, wo er überhaupt steht. Aber er hat 3K gemacht. Somit die Runde an Faculty, an den Kölner Verein. So, wir sehen keine Deagles. Faculty nur mit MPs. Könnte man sich natürlich auch überlegen, als Terror mal zweite Runde einfach Deagle Full zu kaufen, so wie es in N6 üblich war. Faculty hat da aber keine Probleme mit. Virtus wollte auch die Runde so schnell wie möglich beenden. Müssten theoretisch auch noch eine machen, aber man könnte jetzt auch kaufen mit Galil und so. Was man auch tut. Finde ich auch die richtige Entscheidung. Faculty weiß es aber auch. Sehr schön. Guter Gegenkauf jetzt auch. Von Simon Mantis und Kirby. Asmo hat, glaube ich, noch die kleine Waffe. Ah, jetzt raff ich das auch. Die großen Waffen stecken hinten drin. Und die kleinen sind da vorne an der... Am Körper. Schöner eigentlich. Schon mal gegen Angel. Trotzdem First Pick gefangen, weil Mantis dort am Steg. Schräge schon. Asmo wird da keine Chance haben auf die Distanz. Deswegen muss Simon eigentlich da die Flanks machen. Der war letztens extrem stark. Wird aber weggeflecht. Muss sich zurückziehen. So. Asmo hat da über die Kante geflecht. Nächster Frag für Virtus. Asmo gewinnt das Duell. Sehr wichtig. Runde noch nicht gewonnen. Schaut mir sich allein bei THP an. 8 HP, 12 HP. Boah. Also solange hier die Spots nicht eingenommen sind, sieht das noch gar nicht so schlecht aus. Und solange Asmo dort überlebt, was er leider nicht tut. Und schön geschoben von Virtus, da über Cutters. Gehen da den Faculty-Spielern komplett aus dem Weg. Haben das ganz gut gemacht bisher. Und jetzt wird der Retake schwer. Kit haben sie, haben auch Smoke. Flash, die können nützlich werden. Oh, schade ist das, weil Cutters verloren wird.
Simon wurde auch danach gut angehittet von Kucher. Und der will scheinbar safe, der will es nicht probieren gegen zwei. Wenn er mehr HP gehabt hätte, hätte er es vermutlich auch probiert. So natürlich schwindende Chancen für ihn. Schade, es wird es ja die direkt erste Runde holt. Muss aber auch ein krasser Headshot gewesen sein, direkt da gegen Mantis am Steg. Die sie gerade Topscorer. Aber hat auch vorhin die Pistol maßgeblich mit entschieden. So, Mantis mit P250. Ach, da oben ist die Einkerbung, oder was? Krass, wie schlecht man die erkennen kann. Ausprobiert seine Autosniper. Sehr schön. Die hat er letztes Jahr schon ausgepackt. Und hat damit gute Gesichter gegeben. War damit ziemlich erfolgreich. Ah, schöner jetzt bisher. Ah, Kirby leider First Weg in der Mitte. Und diese stirbt auch hinten. Mantis müsste jetzt von links gefragt werden. Kommt da zum Glück nochmal weg. Oh, Asmo. 2 gegen 2. Mantis ist an eine Waffe gekommen. Er hat noch 100 HP, der einzige mit, der hier nicht aus allen Ecken blutet. Oh, schön! Headshot durchs Tor. Und Mantis weiß, wo Fox ist. Und der muss hier scheinbar die Bombe holen. Mantis hat auch Kit. 33 Sekunden. Er hätte natürlich Zeit, auch nochmal hinten rauszugehen. Mantis muss das wahrscheinlich gleich checken. Oh, das Timing! Oh, er hat ihn irgendwie noch gesehen und gibt ihm. Fox hat anscheinend da auch noch irgendwie den Namen gesehen oder sowas. Aber ganz stark von Mantis da am Schlitz zu zielen. Holte quasi Runde, die schon wieder nicht gut aussah. Asmo hat leider auch seine Autosniper verloren. Die natürlich enorm ins Geld geht. Ich glaube, die kostet fast 5000 oder so, wenn ich mich alles täuscht. Auf jeden Fall über 4000, soweit ich weiß. So, zeigen sich jetzt auch gar nicht mehr im Steg, haben da auf jeden Fall dicken Respekt. Oh, diese Headshots im Laufen sind immer so lustig. So, Fact, die weiß natürlich, dass das eine Eco ist. Ich bin das auch eher konzentriert, sehr kontrolliert. Schön auf Distanz. Boah, ein Frag noch gefallen. Und das hier gegen 3. Trotzdem nicht so eine schlechte Eco. Wenn man sich das Geld anschaut, eigentlich eine sehr gute. Wenn das hier noch einmacht, ist es sogar richtig gut. Aber Asmo gibt dem, hat er entschieden, was dagegen. 9 zu 11, Faculty kommt hier ran. Zwei müssen auf jeden Fall gelegt werden. Das ist da wieder Steg. Und diesmal teilt er aus. Sauber. Also scheint er irgendwas anders gemacht zu haben jetzt am Steg. Faculty baut jetzt auch direkt wieder auf Defensiv um. Asmo die ganze Zeit da mit Prefire rein. Kirby nimmt da, glaube ich, immer die Mitte. Schiebt jetzt auch auf B drauf. Ach, Mann, ist jetzt gestorben. Was war der nicht wo? Wahrscheinlich an der Schräge. Ja. Ach, wenn dann der Defensiver bleibt. Sie hinten defensiv. Oh, Simon. Oh, aber schon wieder richtig viel Schaden gemacht. Nein, Kirby stirbt auch und Asmo ist positiv bekannt. Dizzy muss da was machen. Oh nein! Was ist das für eine Runde? B war doch safe eigentlich zu zweit. Oh, wie bitter, dass Simon da Mitte den Frag nicht gemacht hat.
Er hat aber, war eigentlich gut drauf. Wenn Simon da nicht fällt, dann können sie halt nicht über Toren, dann können sich die anderen beiden Spieler natürlich mehr auf Cutters konzentrieren. Also war das ein enorm wichtiger Frag da von dem Terror. Ach, der natürlich irgendwie die Runde kostet für Faculty. Dizzy kann sie natürlich jetzt noch teuer machen. Virtus wird aber ihre Führung ausbauen. Sehr schön geschossen. Zwei Gegner hat er noch vor sich. Money technisch wird es nicht gut aussehen. Bekommen 1-4, 1-5. Eine Eco müssen sie auf jeden Fall machen. Und dann scheint es doch am Ende vielleicht. Oh, Leute, hat die nicht gesehen? Jetzt. Boah, ich glaube, er hat seine Ansage von Mates bekommen. Typischer Moment. Hast du nicht gesehen? Direkt unter dir. Ja, eine Eco ist es auf jeden Fall. Dann 13-9. Gut, habe ich vorhin auch bei Faculty gesagt. Vielleicht legen sie auch so einen schönen Push hin. Ah, wo ist die Mantis-Diegel? Die Mantis-Lan-Diegel. Leider zu Hause gelassen. Keine Einreisegenehmigung bekommen auf dem ECR-Server. Boah. Jetzt dreht Virtus aber auch ein bisschen auf. Spielen die Eco hier unglaublich souverän runter. Kriegen hier kaum einen Hit. Gerade mal 5 HP, 6 HP gerade mal ausgeteilt von Faculty. So, jetzt bitte mal aufdrehen. Spiel ist noch lange nicht gewonnen. Asmo leistet sich hier wieder seine vermeintliche Lieblingswaffe. Den Büffeljäger. Ja, wobei es ist halt Terror ist eigentlich immer Büffeljäger gewesen. CT haben wir da doch eine andere Waffe. In Go ist es eher andersrum. Da ist die CT Autosniper, glaube ich, die bessere. In 1.6 war es ja die Terror Autosniper, die da sogar relativ spielbar war. Oh, schneller Contact gegen Kirby. Oh, zum Glück gewinnt er das Duell. Gut, Simon wäre für Refect da gewesen. Asmo cut das, die Banks. Eine Runde schon mal ein sehr gutes Opening. Trotzdem muss sich Kirby und Simon wissen, dass sich was Gedanken machen, dass sie da Mitte besser halten. Das sieht nämlich nicht so souverän aus, dass die Ts da so viel Freiraum bekommen. Da merkt man aber auch direkt, dass Virtus einen anderen Aufbau hat. Dass sie da viel mehr Druck auf die Mitte machen. Das, was ich mir eigentlich auch von Faculty gewünscht hätte. Und vorhin hat es ja die Runde gekostet. Diesmal ein bisschen mehr Glück bei Kirby. Dass er da den letzten Burst noch reinkriegt und der T ein bisschen verschossen hat. Oh, schöner Headshot von DZ direkt rübergezogen, runtergezogen und Headshot. Somit fickelt jetzt auch zweistellig, müssen ja aber noch ordentlich eine Schippe drauflegen, um hier an Virtus ranzukommen. Das dürfen vor allen Dingen keine Runde mehr verlieren. Vor allen Dingen diese jetzt nicht. Wenn sie so beim 13-13 eine verlieren, geht das vielleicht noch okay, solange sie die vorgehenden Runde alle relativ hoch gewinnen. Mal schneller Argo. Und jetzt kann Asmo glänzen. Oh, Mitte wieder das Duell. Ich sag's ja, Faculty hat Mitte einfach Probleme. Also, sie haben da jetzt nicht gelernt raus aus der Situation und Virtus nutzt das gut. Also, spielen taktisch hervorragend, muss man sagen. Oh, die Runde, die ist eigentlich verloren. Mantis 13 HP wird gepusht. Keine Chance. Also, Virtus wirklich überragend. Gute Entscheidung, dort direkt weiter Druck auf die Mitte zu machen. Haben gemerkt, vorherige Runde, dass dort Faculty schlecht steht. Und Faculty hat darauf nicht reagiert. Was ich ein bisschen schade finde und vielleicht doch gerade nicht das Level widerspiegelt, was Faculty vielleicht sonst hat. Ach, bitter. Tja, eine Eco muss man machen und dann heißt es nur noch auf wie die Over. 5 Runden in Folge brauchen sie dann. 100% Winquote wäre damit zunichte. Auf Dust 1.
man das hätte doch noch bekommen mit Headshot. Aber auch leider der einzige Frag, der gefallen ist. So, 5 Runden in Folge bitte. Asmo wieder mit Arthur Sniper. Stellen sie jetzt was um. So, Simon Kirby. Vielleicht einfach mal mehr Druck über die Mitte machen. Okay, sie spielen B-Defensiver. Zum Glück macht Virtus da nicht schnell in der Mitte. Boah, wie Raum sie... Alter, wo die sie steht. An der T-Base, CT-Base noch. Und Mantis auch defensiv. Also, das ist jetzt hier die Antwort von Faculty. Mal schauen, ob es aufgeht. Ich bleib einfach auf dem Autodirector, weil das super random ist, wo hier gerade die Frags fallen. Fox schon sehr viel Schaden bekommen. Also gutes Opening für Faculty. Und das scheint Richtung A zu gehen. Schön von Asmo reingehalten. Also sieht doch gut aus jetzt. Übrigens, Anti-Auto-Sniper von Fox hat sich, glaube ich, von Asmo gepickt vorhin. Aber Asmo der erfahrene Spieler. Erfahrenere Spieler anscheinend. Schöner Headshot von Adrian. Weiß auch, wo noch einer ist. Schöner A von Kirby und Angel Letzte in die Cutters. Müsste eigentlich auch gute Hits nochmal von Kirby wahrscheinlich. Schöne Runde von ihm. Die HE leider ein bisschen daneben. Hat ihn nochmal 2 HP abgezogen. Und Kirby macht es dann am Ende. Schöne Runde. Und der von ihm. Ist nicht euer Ernst, oder? Ach, das ist doch nicht wahr. Es kann doch nicht sein, dass man hier... Sie ist noch nicht wieder online. Ich kann keine Konsole aufmachen. Heißt es jetzt vorbei oder was? Ganz kurz auf den Matchlink gehen. Boah, alle weg hier. GG oder was? Ihr Seher-Seite sagt, ja, 16-11. Schade.